Also der Raum ist voll, die Tür gleich zu, dann fangen wir jetzt offiziell mit dem Panel an. Ich begrüße Sie sehr zu dieser zweiten Veranstaltung am heutigen Freitag im Rahmen der Jahrestagung der Böll-Stiftung mit einer kleinen Beteiligung des ICFA, wo wir versuchen wollen, die außenpolitische Lage in der Welt nach 9/11 zu beleuchten. Und wir haben uns überlegt, dass dazu auch gehört, uns Gedanken zu machen über die neue Sicherheitsarchitektur im 21. Jahrhundert, weil wir natürlich die Analyse haben, dass nach dem 9.11. Sich eben auch die ganzen Paradigmen verschieben, wie Europa mit den USA, Russland zusammengearbeitet hat und dass das eben auch die Institutionen betrifft, die in der alten Sprache, sage ich mal, die sogenannten euroatlantischen Institutionen waren. Und ich freue mich sehr, das heute hier mit vier wirklich ganz ausgewiesenen Experten diskutieren zu dürfen. Ganz zu meiner Rechten Frau Dr. Stefanie Babst. Sie ist zuständig Leiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der NATO in Brüssel, seit langem im NATO-Umfeld tätig, ausgiebig publiziert zu Fragen der europäischen und der transatlantischen Sicherheitspolitik. Sie war vorher bei der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Was mich besonders freut, ist, dass Frau Babst sich auch ganz besonders einsetzt für die UN-Resolution 1325 über Frauen, Frieden und Sicherheit. Sie ist Mitglied in Women of International Security und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, um Sicherheitspolitik für morgen auch neu zu denken. Stefanie, ich freue mich, dass du heute hier bei mir bist. Dann gehe ich von der NATO zur EU auf meine ganz linke Seite. Dort haben wir Walter Stevens vom Europäischen Dienst in Brüssel, der vorher der ständige Vertreter des Königreichs Belgien beim politischen und sicherheitspolitischen Komitee der EU gewesen ist, PSK, und davor Generalstabschef des Ministers für Außenpolitik und Außenhandel in Belgien und zuvor in früheren Jahren diplomatischer Berater des Premierministers. Und ich sage als kleine Fußnote, was ich den Gesprächen mit dem belgischen Botschafter in Berlin immer entnehme, ist, dass Belgien immer sozusagen the core country für europäische Außen- und Sicherheitspolitik gewesen ist. Und insofern erwarte ich mir ganz viele konstruktive Beiträge von Ihnen dazu. Dann gehe ich wieder auf meine rechte Seite. Next to me, Nick Whitney, mein eigener Kollege, insofern kennen wir uns sehr gut. Nick Whitney hat eine ganz besondere Vita. Er war nämlich derjenige, der sich sozusagen seinen eigenen Job konzipiert hat, als er 2004 angedacht hat, dass wir doch das mit den militärischen Fähigkeiten in der EU mal ernst machen müssten und dass wir dafür eine europäische Defense Agency bräuchten. Und dann hat er dafür ein Konzept geschrieben und weil das Konzept so schön war, ist er dann auch gleich Generaldirektor dieser EAD geworden. Der erste hat das jahrelang gemacht und sich dadurch natürlich eine unglaubliche Expertise erworben im Bereich der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und mit dieser Expertise ist er dann zu uns, zum ICFA gekommen und hat jüngst mehrere Studien, darunter aber eine European Security Enhanced geschrieben, die wir vor einem Jahr veröffentlicht haben und wo wir versucht haben, eine Analyse zu machen, wo steht denn heute die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Danke, Nick, dass du aus London heute gekommen bist. Und zu meiner Linken, das kommt Ihnen jetzt so ein bisschen wie so eine geballte ICFA-Präsenz vor, das war auch nicht ganz so beabsichtigt, aber zu meiner Linken, Dimitar Bechev, auch mein Kollege, in diesem Fall aus Sofia vom European Council on Foreign Relations, der mit einer anderen Expertise zu uns kommt und zwar eher mit der südosteuropäischen Sofia, das heißt Türkei, das heißt Baltic Sea, das heißt eine große Expertise über den Zwischenraum zwischen Europa und Russland, den es jetzt auch zu gestalten gibt. Dimitar hat ganz besonders zur Türkei gearbeitet und gerade ein Buch vorgestellt oder wir als ICFA herausgegeben, wo es darum geht, welche Rolle hat denn eigentlich die Türkei in der Sicherheitsarchitektur von morgen? Und genau darum soll es
auf diesem Panel gehen. Was sind denn eigentlich die neuen Verschiebungen im sicherheitspolitischen Kontext, die wir erleben? Wo steht die Türkei? Ganz wichtiger Player. Ich glaube, das werden wir auf diesem Panel weiter ausdiskutieren. Gehört die Türkei noch so zur NATO wie früher? Kommt sie in die EU? Wie ja? Kann sie nützlich sein? Gestern hat zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit das auf der Einführung gesagt, dass die Türkei mit Blick auf Syrien ein ganz wichtiger Spieler sein könnte. Aber ich gehe jetzt nochmal in umgekehrter Reihenfolge vor und stelle die erste Frage an Stefanie. Bewusst provokant, dass wir auch gleich so ein bisschen in die Kontroverse kommen können. Stefanie, Präsident Obama hat kürzlich in London eine Rede gehalten, in der so ein paar rhetorische Floskeln, euroatlantische Sicherheitsstruktur und so weiter, nicht mehr vorkamen, in der er einen Satz gesagt hat: We need an international security order that maintains peace. Das war International Security Order und nicht mehr Euro Transatlantic Security Order. Und als er von der NATO gesprochen hat, was übrigens sehr kurz war, ja, gab es so drei Sätze: NATO Wars, das war im Imperfekt, und es war a success story, aber es war eine success story und heute brauchen wir was Neues. Wie reagierst du darauf? Was ist die NATO nach dieser Obama-Rede? Diese Fragen. Ich habe jetzt die Obama-Rede, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so völlig im Kopf. Mir ist natürlich mehr im Kopf jetzt die jüngste Rede von Bob Gates, die bei uns ein bisschen Wellen geschlagen hat und einmal mehr die Frage aufgeworfen hat nach der Relevanz oder Irrelevanz der NATO. Und um ganz ehrlich zu sein, mir kommt das manchmal so vor, als sei ich so in diesem Groundhog Day befangen. Nicht? Ich bin mittlerweile, wie du richtig gesagt hast, mehr als 10 Jahre im Bündnis tätig, im internationalen Stab. Und in periodischen Abständen von 1, 2, 3 Jahren kommt dann immer wieder diese Frage auf, die jemand aufwirft und sagt: Sind wir noch relevant? Sind wir wichtig? Müssen wir uns schämen? Sind wir nicht mehr relevant? Etc. pp. Und dann kommt die Reaktion darauf und eine Vielzahl von Kommentatoren ist dann in der Regel der Meinung, dass wir nicht relevant sind oder unsere Relevanz verlieren. Und dann, ich sage das mal auch ein bisschen bewusst provokativ, und dann geht der Zirkus aber weiter und dann kommt irgendwann wieder diese Frage: Sind wir relevant oder nicht mehr relevant? Aber ich würde gerne zu der Frage der Relevanz der NATO natürlich ein paar Punkte machen. Und das möchte ich nochmal beginnen mit den Remarks, die Gates letzte Woche gemacht hat. Ich glaube, man muss die Rede von Herrn Gates unmittelbar im Nachklang an das Verteidigungsministertreffen, was wir in unserem Hause letzte Woche hatten, ein bisschen auch in dem innenpolitischen Kontext in Amerika sehen, von dem ja heute Morgen schon die Rede war. Das Weiße Haus hat momentan viele Schwierigkeiten, seinen Report gegenüber dem Kongress zu verteidigen. Warum es eben besagten Kongress nicht eingebunden hat in die Entscheidung, sich in der Libyen-Operation zu beteiligen. Und sie hat ebenfalls große Schwierigkeiten, die Kosten zu rechtfertigen, die sich nach jetzt mittlerweile 90 Tagen auf amerikanischer Seite auf 750 Millionen Dollar gelaufen haben. Das ist ein nicht erklecklicher Anteil oder vielmehr ein nicht geringer Teil der Gesamtkosten dieser Operation. Das hat natürlich die obligatorischen, sehr kritischen Fragen von Seiten des Kongress provoziert, auf die das Weiße Haus jetzt antwortet oder vielmehr versucht zu antworten. Und ich interpretiere die Aussagen von Herrn Gates: Wir sind wieder mal bei einer Two-Tier-Alliance and the European must try harder, auch ein bisschen in dem Kontext dieser gerade jetzt stattfindenden Debatte. Das sei vielleicht der erste Punkt. Zum Zweiten: Natürlich hat Herr Gates seinen Finger auf etwas gelegt, was fast so alt ist wie die NATO, nämlich die Frage nach unserer militärischen Handlungsfähigkeit. Inwieweit sind Europäer bereit, in militärische Fähigkeiten zu investieren? Inwieweit sind die Amerikaner bereit, das zu tun? Und wo konvergieren unsere Interessen, diese Fähigkeiten am Ende des Tages auch einzusetzen? Wenn ich mir die gegenwärtige Agenda, sowohl die politische als auch die operationell-militärische Agenda der Allianz anschaue, so kann ich eigentlich nicht finden, dass die Nationen, die 28 Mitgliedstaaten der NATO, von dem Instrument NATO gegenwärtig nicht Gebrauch machen. Ganz im Gegenteil, wir haben mehrere nebeneinander laufende Operationen, auf die sich alle 28 geeinigt haben.
Afghanistan, Kosovo, Bosnien, Irak, Libyen. Also wir sind mit etwas mehr als 150.000 Männern und Frauen in Uniform in Einsatz und können diese Einsätze, wenn auch natürlich mit großem Ächzen und nicht geringen Klagen und Jammern, auch aufrechterhalten. Das zeigt, dass die, aus meiner Sicht zumindest, dass die NATO durchaus in der Lage ist, militärisch handlungsfähig zu sein, wenn auch, wie gesagt, nur unter Schwierigkeiten. Und dazu komme ich gleich. Auf der politischen und diplomatischen Seite haben wir vor noch nicht 7, 8 Monaten in Lissabon ein neues strategisches Konzept verabschiedet. Ich fand das Konzept, die neue Strategie der NATO, fast weniger wichtig als der Prozess, der dahin geführt hat. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig für die Verbündeten waren, nach längerer Zeit mal wieder eine wirklich politisch-strategische Debatte zu führen. Die haben wir wenig gehabt im NATO-Hauptquartier. Wir waren in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt, einfach nur die Operationen jeden Tag anzuschauen und zu debattieren und weiterzuführen. Aber die Zeit, die Monate, die wir uns genommen haben, eben dieses neue strategische Konzept zu diskutieren, ja auch öffentlich zu diskutieren und dann zum Abschluss zu führen, die war aus meiner Sicht sehr wichtig. Und wenn man in dieses Konzept schaut, dann sieht man eine ganze Reihe von Konvergenzlinien zwischen den 28. Die gehen von dem gemeinsamen Bekenntnis, den Artikel 5 des Washingtoner Vertrages aufrechtzuerhalten und auch, wenn notfalls, umzusetzen. Die reichen von einem erneuten Bekenntnis, einen gewissen Level of Ambition, wie wir sagen, militärisch auch aufrechtzuerhalten, also mehrere Operationen parallel führen zu können. Und die gehen weiter über das Bekenntnis, dass sich die Allianz nicht nur jetzt in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft sehr viel stärker mit anderen internationalen Playern und NGOs vernetzen will. Darf ich da gerade mal unterbrechen, ohne dass ich dich jetzt triezen möchte? Ja? Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen Salz in das streuen, ja? Und kurz die Ebene wechseln, weil es auch geht um welchen Narrativ wir für die NATO haben und wen wir mit diesem Narrativ noch erreichen. Ja? Und ich habe letztens so einen Clip gesehen, den die NATO gemacht hat, so einen 1-Minuten-Spot, Party in Berlin, irgendwo, ja. Und dann kam Panzer, das erinnerte so ein bisschen so an 1968, ja. Und dann gab es dann nur noch irgendwie einen Satz drunter, das war irgendwie so eine richtig hippe Musik und jeder junge Jugendliche konnte sich damit so assoziieren, tolle Situation, hier ist Party. Und dann kam Panzer und dann stand da drunter NATO Defense Freedom, ja. Und doch, das kann man auf YouTube sich angucken, ja. Und was ich daran interessant fand, ist, sonst kommt ja die NATO tatsächlich im veröffentlichten Diskurs kaum noch vor. Sie kommt auch nicht mehr mit dem Logo vor, wie wir das sozusagen in meiner Jugend noch erfahren haben. Warum mache ich diesen Punkt? Ich habe im Moment zwei ganz starke Kritiker, das sind meine beiden Söhne, 18 und 20, und die fragen sich, was ich beruflich mache. Und selbst wenn die nicht ganz fern von der Realität sind, ist in deren Sozialisierung die NATO als Akteur nicht oder sehr wenig präsent. Und wenn ich die Frage stelle über NATO von morgen, frage ich mich jenseits der Fragen, was koordinieren wir hier, wie funktioniert die Koordinierung, geht es mir um den Narrativ und darum, wen wir damit erreichen und wie das geschehen kann, sozusagen um so eine kollektive Identifizierung nochmal herzustellen mit dieser Institution. War das jetzt eine Frage? Ja. Wie machen wir das? Also gut, ich versuchte eben gerade noch an der Frage zu elaborieren der Relevanz. Ich möchte den Punkt nochmal unterstreichen. Die Relevanz, die Handlungsfähigkeit der NATO ist aus meiner Sicht die politische Frage, die letztendlich natürlich auch die Frage nach einer Narrative beantwortet. Ich kann ja keine Narrative erfinden, ohne dass ich eine Organisation, eine multilaterale Organisation auch dementsprechend politisch und militärisch, finanziell und sonst wie glaubwürdig mache und fit mache. Ich kenne den Clip nicht, von dem du redest. Ich kenne die Clips, für die ich verantwortlich bin, in meinem Bereich. Und ich hoffe, dass die nicht ganz so platt sind wie der, den du beschrieben hast. Aber natürlich ist es richtig, dass die NATO in der sogenannten Post-Cold War Generation, also der Leute, die nach 1989 geboren sind, einen anderen Stellenwert hat als beispielsweise in meiner Generation oder in der Generation älterer. Und natürlich versuchen wir auch, diese Zielgruppe anzusprechen. Und mein Eindruck aus den vielen
ja, aus den vielen Gesprächen, die ich sowohl digital habe oder auch in Persona, ist, dass ich vielleicht nicht unbedingt hier in Deutschland landen, aber ich denke, im weitesten Sinne in den 28 Mitgliedstaaten schon nach wie vor Gesellschaftsschichten, auch jüngere Generationen, für transatlantische Sicherheitsfragen interessieren. Ich war gestern, jetzt schweife ich wirklich ein bisschen ab, aber ich war gestern Nachmittag auf einer Veranstaltung der Deutschen Telekom zusammen mit dem amerikanischen Botschafter Murphy. Und vor mir saßen 200 junge Leute. Und wir haben uns beide nach Kräften bemüht, nicht nur diese 200 jungen Leute zu unterhalten, sondern über soziale Medien mit ihnen direkt in Kontakt zu kommen. Das war das übergeordnete Thema. Und das funktioniert, wenn Sie heute soziale, digitale Medien nehmen, um auch einen politischen Diskurs mit dieser Zielgruppe anzufangen und den zu befördern, die Leute zu ermuntern, das zu tun, dann, denke ich, trifft das natürlich auch ein Stück weit auf Resonanz. Aber für mich kommt das britische Geschäft first und dann die Narrative und nicht umgedreht. Und das bringt mich, wenn ich das darf, nochmal zu meinen paar Punkten, die ich machen wollte, zu den Konvergenzlinien innerhalb der Allianz, von denen ich eben meine, dass sie nach wie vor da sind. Das betrifft den operativen Bereich, von dem ich gerade sprach. Das betrifft aber auch den politisch-diplomatischen Transformationsbereich der Allianz. Aber natürlich gibt es, und das wäre dann mein abschließender Punkt, nach wie vor Knackpunkte, nach wie vor Dinge, die im Bündnis schwierig sind, die kontrovers sind und die darauf hindeuten, dass es eben nach wie vor schwierig ist, 28 unterschiedliche Stimmen unter einen Hut zu bringen. Nehmen wir jetzt mal den Bereich, von dem Herr Gates auch sprach, nämlich den Fähigkeitsbereich, die berühmte Fähigkeitslücke, die sich transatlantisch ja nicht erst seit gestern aufgetan hat, sondern schon seit vielen, vielen Jahren besteht. Wie kann man die überkommen? Wie kann man die irgendwie angehen? Der Generalsekretär hat ja in seiner Rede in München ein nicht ganz neues, aber weitestgehend neues Konzept vorgestellt, das er Smart Defense nennt. Und Smart Defense heißt, in Zeiten von ökonomischen Engen und Engpässen, dass man natürlich nicht von den Europäern realistischerweise erwarten kann, dass sie alle nun gemeinschaftlich ihr Verteidigungshaushalt oder ihre Verteidigungshaushalte anheben. Das wäre in der Tat, glaube ich, sehr unrealistisch anzunehmen. Aber sie eben stärker zu motivieren, multinational zusammenzuarbeiten. Man kann nun sagen, das ist keine neue Idee. Das hat auch schon Lord Robertson versucht und das haben auch schon andere vor ihm immer wieder angestoßen. Und es hat sich ein bisschen davon, denke ich, umgesetzt in der politischen und ja, in der politischen Realität der NATO, aber noch nicht viel. Ich möchte das an einem kurzen Beispiel illustrieren. Nehmen wir mal die Fähigkeit, die militärische Fähigkeit von sogenannten Counter-ILDs. Es ist relativ bekannt, dass diese Fähigkeit notwendig ist, um unsere Soldaten und Soldatinnen ein Stück weit davor zu schützen und nicht permanent in diese Sprengfallen zu fallen in Afghanistan. Und natürlich haben unterschiedliche Nationen ihre eigenen Counter-IED-Programme aufgelegt. Die Frage ist allerdings, brauchen wir 16 unterschiedliche nationale Counter-IED-Programme? Nein, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen stattdessen multinationale oder multinationale verbundene Programme, die diese Fähigkeit, diese Kapazität entwickeln und dann eben auch gemeinschaftlich zum Einsatz bringen können. Wir haben vor kurzem bei uns einen Workshop gehabt, der Experten zusammengebracht hat aus dem Rüstungsbereich, um eben halt beispielsweise Fähigkeitsbereiche anzuschauen, in denen man relativ schnell eigentlich und ohne große Mühen multinational zusammenarbeiten kann. Und das sind Bereiche, die erstrecken sich nicht nur beispielsweise jetzt auf das Counter-ID-Problem, sondern von Helikopter über Strategic Airlift, über eine ganze Palette von Fähigkeitsbereichen. Das ist es, denke ich, was wir stärker machen und betreiben sollten. Damit werden wir das große Gap zwischen den beiden Seiten des Atlantiks nicht in Sachen Rüstungsfähigkeiten, militärische Fähigkeiten überkommen können. Aber damit können wir vielleicht auf der europäischen Seite einfach auch ein Stückchen smarter investieren. Und dieses Thema wird mit großer Sicherheit eine Rolle spielen auf dem nächsten Gipfel der NATO, der im Mai irgendwo in den USA stattfinden soll. Also das ist für mich ein echt wichtiges Thema und das führt ein bisschen davon weg, immer wieder die großen Linien einfach nur zu beklagen und zu sagen, die Europäer tun zu wenig. Was können wir eigentlich wirklich ganz konkret gemeinsam tun? Und letzter Satz, wenn ich hier auf den Kollegen von der EU blicke. Natürlich müssen wir Fähigkeitsentwicklung
primär und auch gemeinsam mit der Europäischen Union betreiben. Denn es kann ja nicht sein, dass Sie auf der Europäischen Union-Seite etwas anderes betreiben als wir. Counter-ID ist hier wieder ein gutes Beispiel, wo wir ja schon angefangen haben, gemeinsam zu arbeiten an dieser Fähigkeit. Aber es müsste, denke ich, einen viel systematischeren und nachhaltigeren Ansatz in der Fähigkeitsentwicklung geben, um letztendlich Handlungsfähigkeit auch unter Beweis stellen zu können. Danke, Stefanie. Und in der Tat, das Spannungsverhältnis EU-NATO ist nun auch kein neues und eigentlich umso erstaunlicher, als dass wir, also in diesem Sinne wir, die Europäer, wir sind ja NATO und wir sind EU. Ja? Also insofern ist es tatsächlich irgendwie ein bisschen anachronistisch, wie auch sozusagen immer mit welcher Dichotomie eigentlich immer diese Diskussion geführt wird. Ja? Allen hier im Panel, den meisten im Publikum wird bekannt sein, dass es ja auch lange Diskussionen immer gab, ob wir es schaffen. Die Frage werde ich gleich an Sie geben, innerhalb der NATO so diesen EU-Korkus zu gründen, dass man vielleicht ein bisschen der Stefanie entgegenkommen kann, dass sich wenigstens die EU ein bisschen besser abstimmt, dass es vielleicht nicht mehr 16 sind, sondern nur noch 3 oder 4 verschiedene Instrumentarien, mit denen man dann in Afghanistan operiert. Und die Frage würde ich schon gerne weiter an Sie geben. Wie beleuchtet man das von der EU-Seite? Dick wird dazu uns gleich auch noch was sagen. Aber wir führen jetzt seit eigentlich 20 Jahren eine Diskussion darüber, wie sich die EU innerhalb der NATO besser koordinieren kann und wie dann die Koordination erstmal die EU innerhalb der NATO, aber dann eben auch, wie die EU-NATO-Kooperation besser funktionieren kann. Und eigentlich stellen sich dabei 2 Fragen, denn ich möchte noch mal den Punkt machen. Wir sind beides, ja, NATO und EU, und es wird immer so gegeneinander ausgespielt. Wie kommen wir da raus? Und dazu würde ich Sie bitten, ein bisschen zu kommentieren, vor allen Dingen aber vor dem Hintergrund dessen, was jetzt vielleicht eben auch der Stand der Diskussion ist. Wir hatten es gestern, ich weiß nicht mehr, wer es gestern auf dem Panel gesagt hat, aber dass die Amerikaner, ist ja auch die Rede von Gates, einfach mehr von Europa erwarten. Das heißt, wie schaffen wir das, dass die EU sich sozusagen so ein bisschen herausschraubt, ja, und in diese Eigenständigkeit hineinkommt, die ja von den Amerikanern erwartet wird, ohne dass das dann wiederum als, ja, sozusagen unabhängig von der NATO gesehen wird. I'm sorry, Olivia. First, maybe a point of order. Can I speak in English? Sure. Oh, I didn't say this. No. German is not strong enough, I think, to... It's bilaterally translated, so no. Please, go ahead in English. NATO, EU to start... He's very kind. Use the micro. Oh, excuse me, yes. Otherwise, sorry. You can speak German. Okay. Is that better? First of all, on EU, NATO, I mean, it's something on which we work every day. In staff-to-staff talks between Mr. Rasmussen and Cathy Ashton, they meet on a very regular basis. We know there are a couple of problems, that is true, which are basically also of a political nature. In the field, I think cooperation is quite well. On capacities, we are confronted, I think, with the same problems on both sides, meaning that member states, both of NATO and EU, have a serious financial problem, and I'll come to that in a minute. So we have to address these problems, both of us. And as a matter of fact, I'm having a meeting with my counterpart at NATO on Monday on Libya, and on Wednesday, I think, on capabilities, and on Thursday, again, on other theaters in which we work together. But I'll come to that, to that partnership, because I think it's a partnership later on. But I would like to take, and of course the questions that you raise are a little bit tempting in the sense that I could make a sort of a promotion speech of the European Union here and playing down a little bit NATO, but I think this would be really not honest, and this would really not be, would hurt the truth. I have an answer, let's say, in 4 elements, if you allow me. And for the first element, maybe let me look a little bit to the past, which is sometimes useful when you try to look to the future. And indeed, I mean, if we remember when Paul-Henri Spaak spoke his words, nous avons peur, we are afraid. Since then, I think NATO was created at that time, also the WEU. In the meantime, we have become a little bit less afraid. Things have changed a lot on our continent. I mean, there is no Iron Curtain anymore. The risk of a great continental war has disappeared.
And we could see that developments on our continent have been dramatic, but largely very positive. And I think EU and its predecessors, if I may say so, and NATO have greatly contributed to that. Now, EU and NATO are both completely different organizations. They're completely different animals, completely different projects, if I may say so. You know, on the one hand, NATO is basically a military organization and an extremely efficient one. The EU is something completely different, something much more than a military organization. It's what I would call a political development project, a political project with an incredible attractiveness. And it has been extremely successful in creating a zone of peace, of stability, of development on the European continent, extending this zone from the first six founding fathers, if I may say so, to the 12, to the 15, and then wider to the 27. Based on an attractiveness of sort of a political project of probably also economic clout, values, democracy. And for the countries on the continent, it has not been easy to join because, I mean, they have to fulfill a number of criteria which are quite strict in order to adopt this acquis of the European Union. They have been gone through a complete transformation process. So for me, I mean, the European Union is an extremely worldwide, and I think it's the only example in the world where, by its creation, such a zone of stability, of peace, of development, of economic prosperity has been created. And now we are trying to do that also a little bit to our eastern neighborhood with the eastern neighborhood policy and the southern neighborhood with the southern neighborhood policy. But NATO has been also extremely important for that as a military organization by providing, I would say, the security umbrella that made all this possible. And also by working with the countries that joined it and wider area also in order to work on their military structures. Now, of course, the world that we face today is a completely different world. It's a completely different world. It has changed dramatically, and it has really not become, apart from our continent, maybe more stable, more secure, or more democratic. It has evolved rapidly from a sort of a bipolar system to a unipolar system, and now a multipolar system. In this new world, I think the old certainties seem to have disappeared, and there seems to be no more single narrative to guide us. Yeah. Mm-hmm. I think the high tech also, the globalization, are reshaping our borders and our boundaries. The nature of the threat, the nature of the enemy has changed. The nature of the enemy has become much less visible, mm-hmm. much less tangible, and there are also much more new threats. We knew about terrorism, of course, about the spread of nuclear and mass destruction weapons, but also about failing states. In the Sahel, for example, where all territories escape the control of countries and are open now to drug trafficking, to human trafficking, to Al-Qaeda in the Maghreb and others. Moreover, I mean, we have seen it recently, new crises are erupting everywhere, new things, masses really desperate for more freedom, for more democracy, for more governance, for more development, for a better life in the southern neighborhood. But also, on the other hand, all plagues suddenly reappearing, pirates, seriously putting in danger our much-needed sea routes. If you look to Africa, conflicts and instability are becoming almost the mainstream in Africa, Sudan, Somalia, Sahel, just to name a few. And in that context, I mean, there is no nation, I would even say no organization, able to address all these challenges on its own. On the contrary, I mean, the complexity of the global landscape has become so big that it is almost and always harder to exercise power and leadership and to reshape the global agenda addressing the common challenges. Also, I mean, with the security challenges on the increase, and I named only a few, but there's also Afghanistan, there's also Iran, there's also North Korea. I mean, also the demand for crisis management capabilities is on the increase, be it European or NATO or others, to tackle these challenges. But paradoxically, and I said it in the beginning, you have an increase in demand for crisis management capabilities, but on the other hand, you have also the financial crisis. Governments have to cut down in budgets, and the defense departments are certainly not exempted from that. On the contrary, see in Germany here, in the Netherlands, minus 30%. Also, there is an understanding that military means alone do not suffice
to bring peace, security, stability in troubled areas. We also need the civilian instruments that could help rebuild state structures, democratic institutions, foster economic development. I think there can be no lasting peace, security, stability without the respect for human rights, for democracy and fundamental freedoms, or without economic development. And this is what we see recently also in North Africa. So our approach should be a global one, a multidisciplinary one, that brings together military means and civilian instruments, that also should take into account the dangers to our security wherever and in whatever form they occur. I think such a comprehensive approach implies that you bring together the instruments on diplomacy, on development, and also on defense, but also trade, in one single political strategy. I think this is, for all of us, a major task that we are facing in addressing the challenges that we all face. And in a certain way, the Lisbon Treaty is, of course, a treaty, it's not a strategy, but is exactly about that, about trying to address more effectively these challenges, being more efficient, but especially also to bring more coherence in Europe's external action and its Europe's security policy. It is about developing exactly this comprehensive integrated approach and making the European Union a more effective world player. Are we there yet? No, no. I mean, of course, you know, the treaty creates Cathy Ashton, the High Representative for Foreign and Security Policy, who is also the Vice President of the Commission, which should also add to the coherence. You have the External Action Service. Oh, I have to be so brief. The External Action Service is only being created recently. Is it read at cruising speed? Not at all. I think it has been created. The personnel has been transferred, the management has been nominated, but I mean, any change of this magnitude, it's about 7,000 people, I mean, it will need some time before it really can bring results. But you see already a positive change in the administration, where you have a more integrated approach between the geographical desks, the CSDP structures, and others. And in fact, I mean, the Lisbon Treaty is not a strategy, but it contains elements of a strategy. Of course, the European Union has also the European Security Strategy from 2003, which was adopted in 2008, with a report that was called Providing Security in a Changing World. And I must say, these two documents for me are also still quite important. And if I look at what Mr. Obama said when he took office about this new agenda, he specially mentioned, for example, the multilateral approach and the effective multilateralism as a way of addressing international problems. Well, this approach was already mentioned in the European Security Strategy in 2003, so it was a little bit of a forward-looking strategy. Now, maybe one last word on, if you allow me, on EU, NATO and the partnerships. Now, Cathy Ashton, I was struck with one phrase that Cathy Ashton mentioned some time ago at the Corvinus University in Hungary, where she said that the European has the soft power with a hard edge. It has more than the power that is needed to set a good example and to promote our values, but less than the power that is needed to impose its will. She said also that wherever she goes, and that's a constant element, the political leaders, the business leaders, so civil society and others, they all want to be partners of the European Union. And so that partnership policy is inherent in the European strategy. Already at the European Council last September, we were looking into how we could really work more strategically with our partners like China, like India, also the United States, Russia. And of course, I mean, in that partnership policy, NATO is having a very important place. As I said, we work together in many theaters. We are a little bit confronted with the same problems as it comes to capacities. I think the ideological debate is a little bit behind us, the theological debate between the two organizations. I think it's clearly accepted now that even the EU can now do military operations, and actually we do, off the coast of Somalia, for example, and in Bosnia. We can do military operations, and that it can complement each other. Does it always work perfectly? No, but for example, on Atalanta, in the fight against piracy, there is Atalanta and there is also Ocean Shield. The headquarters are
not together, but they are just on the other side of the street. I mean, in Norfolk, in close to London. One side of the street is OHQ for Atalanta, the other one is for Ocean Shield. But we work also not only together with NATO, but last week I had a big Chinese delegation of the Chinese Ministry of Defense. We have a top general. Well, they are very much interested. They work already together with us, and they were very interested of working more to us. I was in Russia. Also, they are the same story. India, the same story. And we're both confronted with the same thing. So my answer is it is not EU or NATO, it is EU and NATO. I think the challenges today call for very efficient and very good working organizations and a collective coordinated effort. And this is, I think, where we should go to. And sorry for being so long. No. Thank you, Mr. Stevens. And ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade fassen will. Meine Rolle als Moderatorin ist natürlich auch immer irgendwo das Salz in die Suppe zu tun, damit ich sie alle noch so ein bisschen auf Adrenalin bringe und wir doch mal gucken, wie es ist. Insofern tue ich mich gerade wirklich sehr schwer, von Stefanie, von Ihnen zu hören, was ja stimmt, wie wichtig das alles ist, was wir geschaffen haben. Also sich das anzugucken, NATO, EU, die letzten 60 Jahre, was das für ein Juwel ist, was wir hier haben in der Mitte von Europa. Ja? Und wir haben gestern den Botschafter gehört, Afghanistan, auch alles nicht rosig, aber auf dem Weg der Besserung. Wir haben die Europäische Union gesehen, die, wie Sie sagen, in den Kinderschuhen steckt, mit Lissabon jetzt ein bisschen reboostet wird und trotzdem im Kongo, im Sudan, im Balkan besser wird. Ich bin die Letzte, die das in Frage stellt. Ich bin unglaublich glücklich dafür. Und ich sehe ja auch hier im Raum vor mir Generalinspekteur Naumann, den früheren. Das ist ja, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Naumann, you gave a lifetime to make it happen. Ja, es gibt ja Leute, die diesen Diskurs getragen haben. Und jetzt komme ich trotzdem zum Pfeffer oder zum Salz. Und das Salz ist, ich habe Angst davor, dass das weg ist und dass das schneller weg ist, als dass wir verstehen, was da eigentlich weg ist und was wir gerade nicht so richtig rekonstruieren oder rekonzeptualisieren können, nämlich unsere Rolle in dieser Welt, sei es mit der NATO, mit der EU, natürlich zusammen die beiden Institutionen, aber sich heute über die Schwäche hinwegzutäuschen, die Sie ja erwähnt haben. Ja, wir haben ja gar keine richtigen Ziele mehr. Wie haben Sie es genannt? Normal Narrative, the animal has changed. Und diese Konzeptionslosigkeit versuchen zu erfassen, die da gerade ist. Und mein Punkt, und den gebe ich jetzt zu Nick, zu meiner Rechten wieder, ist ja, wie kriegen wir denn ein bisschen Konstruktivität in diese Konstruktionslosigkeit? Weil mein Eindruck ist, wir füllen sie gerade nicht, sondern wir laufen in ein vermeintlich sicheres Ufer zurück, das da lautet, nationale Wärme, internationale Kooperation ist eben doch sehr schwierig, hat Stefanie gesagt, 28, ja. Also ich möchte auch eigentlich nicht mit 28 Freunden, möchte ich noch nicht mal gemeinsam darüber bestimmen, wann man zusammen Tennis spielt, ja, das kriegt man ja fast nicht hin. Aber vor diesem Hintergrund, ich erzähle nur eine kleine Anekdote, ich war bei einem deutsch-französischen Strategieforum, ist auch nicht lange her. Und ich habe nun wirklich ein Herz für deutsch-französische Beziehungen. Aber selbst unter den Leuten, die da saßen, schien es fast nicht möglich, sich unter Deutschen und Franzosen, dem Supertandem der europäischen Integration, darauf zu einigen, wo wir jetzt mit dem Pooling und Merging von Military Capabilities mal anfangen. Und der rote Faden des Streites war, wo sind die Core Technologies, die wir schützen müssen? Nach dem Motto, braucht Deutschland für sich, braucht Frankreich für sich. Und dann sagte irgendeiner der Deutschen Panzer. Da habe ich dann echt gedacht, das kann es nicht sein. Ja? Also die militärische Fähigkeit Europas, an Core Technologies von so einem alten militärischen Instrument wie Panzer festzumachen, da habe ich mich wirklich gefragt, ob wir in Europa gerade eine strategische Community haben, die der Diskussion gewachsen ist, die uns da jetzt sozusagen ins 21. Jahrhundert führen soll. Und das gebe ich jetzt an Nick, der der beste Spezialist ist für militärische Fähigkeiten der Europäischen Union. Well, thank you, Ulrika. I'd
Perhaps better begin by admitting that I personally sold my shares in NATO some time ago. And instead, I invested very heavily, professionally and psychologically, in the European defence effort. And these days, I begin to wonder whether I should not simply have stayed out of the market altogether. Of course, Stefan is right. NATO continues to exist. It does every day good work. But it's a bit of an anachronism, isn't it? I mean, it does represent a world which has rapidly begun to evaporate, particularly over the last decade, particularly since 9/11, which acted as an accelerant of the diverging geostrategic interests of Europeans and Americans. And of course, the extraordinary transformation that's come over the world again, particularly in the last 10 years, in terms of the revolution of the economic situation and the emerging powers who have emerged and the reality of multipolarity. And in this situation, to talk of a Euro-Atlantic security community and the unity of the West is anachronistic. It goes back to a time when the West cohered for the very good reason that it had to in order to survive against the Soviet Union's threat. And also, coincidentally, because it ran the world. Alas, that situation no longer obtains. So neither does the old deal whereby Europeans pledged their loyalty to Americans and in exchange got from Americans protection and a junior partnership role in the management of the rest of the world. That deal is no longer on offer. The West doesn't run the world. We can't be the junior partners anymore. We don't actually really need American protection anymore. There may be a question stage. Yes. I will actually just put in a small footnote about the nuclear guarantee, but for the rest, we don't. Geostrategic divergence. The geo matters in that. Geography still matters. We've learned to think about, to talk about globalization, abolishing distance, and the meaninglessness of frontiers. But the fact is, it does matter hugely whether you find yourself sitting between two massive oceans or whether you find yourself perched on the end of the Eurasian landmass. And we've seen how the US reacted to 9/11, the attempt to turn America into a fortress, vast expenditure on homeland security, on missile defense, on energy self-sufficiency, on the war on terror. And now a very clearly signaled move to try to withdraw from Middle Eastern entanglements, Iraq, Afghanistan, not playing a prominent role in Libya, in order to refocus American attentions on the Pacific. And I think that's very sensible. I mean, if there is to be a state-on-state war in the next two or three decades, it will be in the Western Pacific. And thank goodness that's on the other side of the world, and we Europeans will be nowhere near it. We are where we are, on the end of the Eurasian landmass, and I think increasingly in security terms becoming clear that what matters to us is our neighborhood. And when we look around that, it's turbulent and interesting and full of opportunity, but it's not actually full of threat. Not stricto sensu military threat. There was some very interesting Gallup polling done in Europe last year, which revealed that across Europe, people feel very insecure. Their insecurities are basically economic. They worry about their jobs, they worry about immigration, but they are not concerned about the threat of armed attack. They don't feel the Russians are coming. They worry a bit about terrorism, but they don't think that
armed forces and the invasion of other people's countries is the smart or necessary way to deal with terrorism. And in consequence, there is a sense across Europe that, frankly, at these times of economic austerity, if anything, we are over-insured, still over-insured in the military, which, generally speaking, we can't see a particularly productive use for. So I'm afraid Robert Gates's words will fall on deaf ears, have fallen on deaf ears. The Americans are Americans. They have global aspirations. They're a leading power. They have the Pacific to worry about. We, on the whole, in Europe, don't feel the same need to maintain strong militaries. Now, actually, I think I don't myself agree with this. I think that this trend towards demilitarization is probably dangerous and overdone, but I don't think it's irrational, and I certainly don't think it's a sign of decadence or a sign of free riding, because I think there's a fairly conscious view in Europe that, on the whole, we don't want to be on the ride, at least on the ride that has taken us into Afghanistan, that has taken us into Iraq. Our sense of safety is, I suggest, accentuated by the stabilization, if I can put it this way, of the Eastern Front. The strategic situation in Central and Eastern Europe since the end of the Cold War, I think, resembles the movement of tectonic plates. And what you saw from 1989 up to 2008 was the Western plate moving steadily eastwards and subsuming the old Soviet plate underneath it. And that process was very satisfactory as long as it could move smoothly. But then it arrived at a point where it sort of stuck and the geological tensions build up. And then in 2008, there was a small earthquake in Georgia, and that process is now halted. And I think this is satisfactory. We know where we are. We know that Georgia and Ukraine will not be joining NATO or joining the EU anytime in a material time frame. And instead of that, we can look at Russia as they are, as a European pole of power who are very difficult neighbours, awkward neighbours, not a military threat to us, but people with whom we need to engage. We don't need to defend against them. We need to engage with them to manage common interests, be they frozen conflicts or energy issues. We need to treat with Moscow as another pole of power in our Eurasian neighbourhood. And having mentioned Moscow, I will mention a third pole of local power which we need to deal with, which is Ankara. And to talk, I mean, stepping here slightly into the territory of my colleague Dimo, who I'm sure will say more about this in a moment, but I just want to make the point that for us in Europe to continue to focus mainly on the Turks as candidates for EU membership is a huge categorization error. Without prejudice to the issue of Turkish membership in the EU, we need to understand that the Turks are a hugely important, growing regional power with which we as Europeans need to engage on that basis for the management of our shared neighbourhood, to the extent that any of us can effectively talk about managing phenomena like the Arab Spring. But so that's, if you're looking for a new security architecture, that's the architecture we need. We need a Europe which is increasingly coherent in itself, which is engaged on its own account with Russia, with Turkey, in the management of the neighbourhood we live in, and which is also engaged with the United States across the Atlantic, but with a distinct identity as a very closely associated, friendly partner. One of the few relationships in the world which I think can properly be called a partnership. I mean, we don't have a strategic partnership with China. We don't have a strategic partnership with India. None of us do. But the relationship with the United States is set to remain a genuine partnership, and we need to conduct it as Europe on a more balanced, transatlantic, unified European basis, which is a lovely theory. And it's just a pity that
the process of European integration, which is necessary to make all this happen, seems for now not merely to have stalled, but actually to have rather gone into reverse. And that's a problem. You spell out who's the princess? What? You spell out who is the princess? With the? You spell out who is the princess? The princess? You mean the fountain origin of how this process has gone through? No, I don't. You could point a finger in many directions. I expect some people might want to point a finger at London. But the state of Europe is not happy at the moment, the European Union, we all know that. But I just think we need to recognize that when it comes to strategic security issues, the alternative to Europe hanging together better, to making a reality of the Lisbon Treaty, the alternative is not to take refuge in institutions and relationships that frankly belong to the last century. The alternative is simply a Europe that fades away, a Europe that in disunity retreats increasingly to the sidelines of international affairs and is perhaps not particularly at military risk, but is certainly increasingly incapable of effectively shaping the world in which we all live. Thank you. Thank you, Dick. Ich werde nur, dass ich eine Ansage mache, wie ich das jetzt weiter strukturiere, jedem auf dem Panel nochmal Gelegenheit geben, sozusagen untereinander zu reagieren. Ich kann fühlen, Stefanie, wie sehr du reagieren wolltest, auch zu diesem, was sind eigentlich noch die Issues, Cyberwar, Missiles, Armed Forces, sind das überhaupt noch Themen, dass sozusagen jeder auf dem Panel nochmal zu einer anderen Bemerkung des Panels Stellung nehmen kann, bevor ich das dann öffnen werde, weil wir hier auch viele Spezialisten noch im Raum haben, die sich mit dieser Sicherheitsarchitektur gut auskennen. Ich sehe Konstanze im Raum, ich sehe Silke Tempel im Raum und wir kriegen bestimmt auch interessantes Feedback vom Publikum. Ich greife zwei Sachen auf, weil sozusagen das eine, was Dick ja sehr stark thematisiert hat, war dieser Shift von Geostrategy zu Geoeconomy. Ja? Also das, was heute wichtig ist, ist Handel, Ressourcen, wie sind wir aufgestellt, wer hat was, ja? Wo geht die ökonomische Schwerkraft hin? Und wir tendieren ja dazu, ich habe das Gefühl, dass die ökonomische Schwerkraft die strategischen Schwerkräfte derzeit überlagert. Das wäre die eine Frage, wie sich das auswirkt auf eine europäische Sicherheitsarchitektur. Und das Zweite, ich nehme mal dieses Bild von den tektonischen Platten, die sich da also bei Georgien jetzt eingehängt oder verhängt haben. Ja? Nun ist es ja mit Platten immer so, dass man dann irgendwie ein paar Jahrzehnte warten muss, bis das nächste Erdbeben kommt, damit diese Platten sich nochmal um 5 Zentimeter weiter bewegen. Und deswegen gebe ich jetzt an Dimitar, der sich sehr stark mit der Türkei beschäftigt hat, dort auskennt und nicht nur die Türkei, sondern ich sage mal so die gesamte Region, zwischen die Zwischenzone, ja, zwischen Europa und Russland. Wie strukturieren wir da eine neue europäische Sicherheitsarchitektur? Wer sind da wirklich die Player? Ich sag's mal upfront, der ICFA hat einen Bericht herausgegeben, ist nicht so lange her, da haben Nick und Dimitar beide mitgeschrieben. Da haben wir gesagt, in der Tat, was Nick gesagt hat, wir müssen raus aus diesem etwas anachronistischen Denken, euroatlantische Sicherheitsstruktur ist die Begrifflichkeit der Vergangenheit und eigentlich gibt es auf dem europäischen Kontinent 3 Player und die sind die EU, Herr Stevens, dann die Türkei und Russland. Und wir haben die USA da schon behandelt in dem Report, aber irgendwie doch eher so ein bisschen in der Fußnote. Und wir haben vor allen Dingen nicht mehr die alte Rhetorik verwendet, euro-transatlantische Sicherheitskooperation. Und ich bin mit diesem Report hier durch Berlin gelaufen und habe viele Hände geschüttelt, um zu sagen, hier, liest es mal, es sind so unsere Ideen. Und um ehrlich zu sein, dieser Report ist hier in Berlin zumindest komplett durchgefallen. Ja? Also mir hat hier jeder gesagt, nice but. Ja? Das ist es nicht. Und trotzdem gebe ich jetzt mal diese Frage Dimitar, zu sagen, ist das neues Denken oder müssen wir in diese Richtung denken, einfach um effizient zu sein, um pragmatisch zu sein, um uns ein bisschen aus dieser alten, auch institutionellen Rhetorik herauszulösen? Dimitar, du hast das Wort. Thank you, Rick, and thanks a lot for this really stimulating conference.
which made me think about all those big picture themes. And it's certainly a moment of reflection looking 10 years behind us, what has happened. And because I was given the Turkey brief to reflect on Turkey, 2001 was a special year for Turkey. That was when the economic crisis, the banking collapse happened in Turkey. The moment of weakness and demand for engagement and demand for more Europe. 10 years afterwards, the situation couldn't be more different. Turkey is on the rise, 9% growth. I was thinking to myself when Nick raised this point about betting, putting money, buying shares, maybe I'll buy Turkish shares at this moment, which is, by the way, what all European investors are doing still. There's massive investment from Western Europe into Turkey. If you want to sum up the mood in Turkey, and this is what we did with our report, it's just one word, confidence. It's a country that is very confident. Critical voices, including Solyozo, who was supposed to be here in my place, would say hubris. But still, there is some basis for the confidence. And the big story that happened over those 10 years, going back to the report on multipolar Europe that Ulrike referred to, is the rise and fall of this Brussels-centric order. With the enlargement of the European Union, also the enlargement of NATO to Central Eastern Europe, you had this sense of a historical moment, actually, that something is achieved. The notion of security was transformed into a more cooperative sense, embedded in collective institutions. Resources are pooled, collective security is very much the order of the day. And this might sound very abstract, but think about Turkey, again, to embed this discussion in a particular case. For a long, long time, the Kurdish problem was the real concern for Turkish foreign and security policy. Part of the reason was that the military had such a central role in managing the problem, also the foreign policy aspects of it. Now, when you have only a military solution, then you have conflict, because this is logic, when you have an ethnic issue addressed by military means. Now, the engagement with Europe transformed the conflict. Now, I think it's accepted by all sides in Turkey that it's only political solution. If you open the international relations textbooks, you have all those fancy terms, desecuritization, opening security, wider definition. I think this is a good example of how it was reframed. So this order peaked towards the middle of the decade. But unfortunately, it collapsed afterwards for various reasons. You can call the economic crisis, the frustration with the Turkish negotiations. And there is this communist joke that is very pertinent to the Turkish case. We used to say back in the 1980s, they pretend that they're paying us and we pretend that we're working. Now, in the Turkish case, we pretend to be negotiating with Turkey and they pretend to be believing us. So the whole situation is very Kafkaesque. So in these circumstances, after 2008-2009, we saw something that was in the making for a long time, the emergence of Turkey as an independent pillar, independent power center. And this is not necessarily about military power. It has all kinds of dimensions. It has very strong economic aspects. It has a lot of human links, cross-border, human-to-human, society-to-society connections to play with it. Actually, Syria is the best illustration of this dramatic transformation. 1998, Turkey and Syria were at the verge of a war. Massive escalation. 10 years afterwards, Turkey and Syria became very close. There were joint exercises, military exercises, joint sessions of the two cabinets. And you see how this engagement works. And of course, Turkey played it independently because the EU was not very much an anchor by the end of this decade. But the tools, and I would say even the philosophy, is very much borrowed from the ways of doing things in Europe. So, going back to the situation we have now with the tectonic plates, it's a funny arrangement. On the one hand, multipolarity,
with Turkey as one pole, maybe Russia as another pole. But at the same time, it's not a return to the 19th century of balance of power politics, because there's so much interdependence across borders. Even though people now talk about Turkey shifting east and actually the share of trade with the European Union declining by 10%, still the European Union is by far the biggest trade partner. And Germany, of course, is number one. Funnily enough, Russia is number two. So Turkey and Russia have come together as well in this multipolar landscape. But going back to some of the problems, this neighborhood policy of Turkey has faced very much the same dilemmas as the neighborhood policies of the European Union and maybe NATO as well, now that we have the Arab Spring. Because for a long time, it seemed that the policy was reliant on the status quo. If you have the status quo, then you can have the cake and eat it. Talk to the regimes, open to the Assads and the Gaddafis of this world, do business, but at the same time, promote change by being a showcase for democratic development and economic prosperity to societies. So have a message to both sides, not having to take a position. Now, when you have Syria on the rise, and this is really serious, because Syria is not Libya, it's by the borders. There are important cross-border ramifications. Then you see that the government has to take a stance. The Turkish government overestimated their leverage with the regime in Damascus. They believe that if they pick up the phone to Assad, then Assad will embark on the reform path. Then they can talk to the security services, talk to the army, be a moderating influence. But this is not how it works when a regime sees the matter of the stakes are so high and it's a matter of life and death. So maybe this is a moment of opportunity for all sides to re-engage, actually. On the one side, for the Europeans to re-engage with Turkey, and on the other side, the Turks to see that their power has its limits as well. And when you want to be independent pillar of influence, then you have your responsibilities. One way to engage is to actually talk together about the Arab Spring and the Middle East. Now, some Turks say, okay, there's nothing to talk. I mean, what do you put on the table as Europeans? Actually, we have all the contacts, we have the know-how, we know the region, we have everything, you don't have much to offer. But this is not the case, actually. If you see the level of interdependence, the importance of Europe, in especially parts of the region, in the Maghreb in particular, I think European Union has the upper hand. Also, the rise of Egypt as an independent player actually is a challenge to Turkey, because I don't think anybody in Egypt is up there to be taught lessons by Ankara. Turkish politicians are very careful. They don't talk about models. They talk about source of inspiration. They tend to be arrogant towards the EU and sometimes NATO, but at the same time, they try to nuance their message to the Arabs, because they know that messages can backfire. I think we can talk on Iran as well. This is happening. Turkey has a very special position on Iran, having a big neighbor next door, which can go nuclear, means that you cannot be enemies with Iran. But equally, you cannot be friends either. And Turkey and Iran are competing in many, many countries in the Middle East. They competed in Syria for influence, in Iraq, certainly in Lebanon. And Turkey, what does Turkey need? That's my last point. I think Turkey doesn't need an overhaul of the security architecture. It needs to be accommodated. It needs to have an equal voice. You often hear the complaint that Turks are always called upon when you need to fight, but they're not part of taking the decisions. And this logic is reproduced in the EU, it's reproduced in NATO. They need the sense of talking together. I think there are areas where you can actually do stuff together. Bosnia strikes me as one. Because Turkey has leverage on the Bosniaks. But what it doesn't have is having leverage on the Serbs, and obviously the EU can help there. We can work in the Middle East, because, again, Turkey is realizing the limits of its power. And
perversely, that's my last point, the Turkish model in the Middle East. We might actually discover that Turkey is a negative model, because there is the model of Turkey of these days, and which is at peace with its Islamic legacy, trying to combine Islam and democracy. But also there is the Turkey of 10 years ago, run by the army, a democratic facade democracy where actually the military was taking the most important decisions. And unfortunately, in countries like Egypt, you might evolve to a more open political regime, but it would be reminiscent of this kind of quasi-democratic system we had in Turkey, and which took about 30 years to demolish. So that's my last point. Danke, Dimitar. Und ja, da sind wir wieder bei so einer Schwierigkeit, ja, dass wir ermessen müssen, wie wichtig die Türkei für uns ist, Syrien geostrategisch. Und auf der anderen Seite hat mir letztens ein Freund gesagt, Türkei hat jetzt genauso viele Journalisten im Gefängnis wie China und Russland. Und da stellen sich dann halt die anderen Fragen, ja. Ich gebe jetzt jedem auf dem Panel nochmal Gelegenheit, to pick one point of one other, ja, dass nochmal eine kurze, sehr kurze, zwei, drei Minuten, zwei, drei Sätze jeder, Sie sich nochmal untereinander pick one point und dann würde ich das öffnen für Sie. Stefanie. Ja, vielleicht kurz in Response zu dem, was Nick sagte. Und was auch ein bisschen Anklang woanders. Also ich persönlich kann nicht allzu viel mit geopolitischen Theorien anfangen. Ich bin da also eher ein Anhänger von einer pragmatischen Form follows function Theorie. Und damit meine ich, dass, um nochmal zu den Institutionen zu kommen, EU und NATO, solange die Mitgliedstaaten, die ja die Stakeholders in diesen Organisationen sind, glauben, dass sie ihre sicherheitsverteidigungspolitischen Interessen sinnvoll und gewinnbringend für sie dort miteinander koordinieren können, solange wird es diese Organisation geben. Am Ende sollen sie ja kein Selbstzweck sein, zumindest hoffe ich das. Zweiter Punkt. Mir scheint, um noch einmal auf das strategische Konzept der NATO zurückzukommen, was ja eine neue transatlantische Sicherheitsagenda auch irgendwo beschreibt, dass es vielleicht fast ein Stück weit zu überambitioniert ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen unser Problem. Wenn man in dieses strategische Konzept hineinschaut, dann ist es ja eine weite Palette von operativen Ambitionen, politischen Ambitionen, Comprehensive Approach, erweiterte Partnerschaften, die Bereitschaft, sich im Kampf gegen den Terrorismus zu beteiligen, gegen Cyber Defense, einen Beitrag zu leisten, zur Sicherung von Energie, Infrastruktur. Also es ist eine sehr, sehr weite Palette, die sich dort niedergeschlagen hat. Und ich betone das, die von allen 28 Stakeholdern, von allen 28 Regierungschefs und Staatschefs mit relativ großer Begeisterung abgesegnet worden ist. Und wenn sie nicht an diesem Tage irgendwie geistig abwesend waren, dann denke ich mal, muss man davon ausgehen, dass sie auch ein Stück weit zumindest dahinter stehen. Aber es ist ein sehr ambitioniertes Unterfangen, was dort beschrieben worden ist. Und das kollidiert eben tatsächlich, wie ich eingangs meine, sagen zu müssen, mit den militärischen Fähigkeiten, die wir haben, das auch zum Teil eben umsetzen zu können. Wir haben von Libyen noch gar nicht auf diesem Panel gesprochen, aber das ist natürlich ein Thema, was uns in Brüssel unheimlich umtreibt, die Operation Unified Protector. 28 Staaten, 28 Botschafter haben dreieinhalb Wochen über einen Op-Plan gebrütet und den dann dementsprechend auch verabschiedet, mit allem, was dazugehört. Aber von den 28 Mitgliedstaaten beteiligen sich nur 13 tatsächlich an der Operation. 13. Und von den 13 sind dann am Ende auch nur 6 oder 7 tatsächlich an den Airstrikes beteiligt. Das ist ein ziemlich trauriges Ergebnis, wenn man sich den Anspruch noch einmal vergegenwärtigt, hier wirklich auch gemeinschaftlich zu 28 agieren zu wollen und dann tatsächlich schaut, wer ist dann am Ende dann auch bereit, wie wir im Norddeutschen sagen, Butterweidefische zu geben und das auch ein Stück weit durchzuhalten. Stevens, nur Margarine. It seems that we're all gonna pick on Nick. Maybe a small answer to one of his questions where he said that Europe is going through a difficult period, and I think that's true. It is true. But one remark on that regard. In that regard, I mean, Europe has been able in the past to show that in times of crisis it can grow and it can become out stronger.
it has some flexibility. It was true in the past. I'm not sure if it will be applicable to the future, but we'll see. That's certainly one element. Secondly, and I would like to put here a little bit of provocative question, because what Nick seemed to suggest, and what I said also, in the fact that no one, and I mean no one, not the United States, not Europe, is able to set the international agenda alone anymore. It is not an unipolar world anymore. We have to associate with China, with India, with Brazil, with Turkey. They are maybe not our natural partners, Nick. That's true. China is not a natural partner, but it's certainly a partner that we have to engage in order to get things done and in order to find answers to the challenges that we all face, be it on the environment front, on the economic front, on the security front. And there are certainly certain common grounds that we can find. On Europe also, I agree a little bit with you that things here in Europe, maybe a little bit less in the United States, have become, you know, taken for granted. Security is for granted, economic development is for granted. They talk about crisis, but if I look in Belgium and probably here also, I mean, everybody's driving a new car and so on. So, I mean, we take everything for granted. We become a little bit self-content, I would say, a little bit less, but looking at ourselves, folding a little backwards on ourselves. And that has, of course, a repercussion on what politicians can do, because they have to look at what the public opinions can allow. So indeed, Ulrika, we need maybe better concepts, we need better strategies. But if you don't have the political will to do things, then you're a little bit into trouble. And then I would put a little bit of provocative questions. Are we here dealing with declining empires? It's a provocation. Eh? It's a personal sentence. Also, okay, we are dealing with falling empires. Wir können das jetzt trotzdem bis 1 Uhr nicht mehr klären mit den falling empires. Ich gebe als Anregung der Böll-Stiftung, das vielleicht zur Jahrestagungsthema nächstes Jahr zu machen. Aber ich bin schon dabei. Es gibt einige Sachen, man merkt erst, dass die verschwunden sind, wenn sie verschwunden sind. Ja, und Demokratie, Freiheit, Sicherheit und Europa gehören sicherlich dazu. Nick, you pick your point. I don't know that it's exactly falling empires, but I think it is quite tough for us in Europe, or at least some of us in Europe, to get used to the idea that you know, the half the map of the world is no longer painted red. The British urge to be out there setting things right around the globe is deeply ingrained in our national identity, and we're having quite a difficulty reconciling that with the reality of disappearing money and disappearing resources. And the head of the Navy will say, unchallenged in Parliament, well, of course we need a large Navy to keep those sea routes open. I mean, look at the Somali piracy problem and the Straits of Malacca and so on. And, well, there is a shared international interest in maintaining the arteries of globalized trade, but actually, I'm not sure that it's not the guys who load the ships with the flat screen televisions and the apple juice concentrate who don't have as big or bigger a stake than we in Europe who consume this stuff do in ensuring that the sea lines are kept open for piracy. So I think that our ability to sort of police the world is diminishing, and at least for some Europeans it's quite tough to come to terms with that. I just want to resume my oblique discussion with Stephanie about NATO, and she says, well, don't worry about theory. The fact is, you know, let's concentrate on the practicality. NATO is running a Libyan operation today, and I accept that, and I'm certainly not calling for NATO to be taken out right behind the building and put out of its misery immediately. I mean, I regret in a way that there is no European headquarters which would have been capable of running the NATO operation. I have to say I share with her the disappointment that so few of the allies or European partners were prepared to take part. It seemed to me that what we did in the first 2 weeks of that campaign was
legal right necessary, and if we'd stood aside and let Gaddafi roll through Benghazi and carry out the massacre that he'd promised, it would have been a reproach and slur and shame upon all of us in Europe. Having said that, what's gone on subsequently with the mutation of this mission into one of regime change, which is not what the UN resolution talks about, and which actually can't be achieved with bombs, has been a disappointing mistake in microcosm of the Afghan mistake. We don't seem to be capable of using the military instrument for what it can do, short, sharp interventions to tip a balance, and then stopping, leaving it at that, and letting the necessary negotiating processes in country take place. So that's a lesson we still haven't yet learned. And I do think you need geostrategic frames. I do think you need to know what you're trying to do, how you see your role in the world, how you understand the development of the world, because only in that way can you frame sensible roles for your armed forces, and only in that way can you then decide sensibly on what sort of operations you may or may not undertake, what sort of capabilities you'll want. And if you don't have that clarity, then you get organizations expanding their role simply to preserve themselves into energy security. What's energy security got to do with NATO? Cyber security. Even in the UK, where we are a martial folk, we've very sensibly put the government centre of gravity for cyber defence not in the Ministry of Defence, but in a centralised government agency, because the real risks from cybersecurity are to our domestic civilian networks, and of course the military have to look after their own communications and command and control, but the military should not be leading on cyber defence. That's a sort of random set of observations. Britischer Humor ist was Schönes, ne? Ich wäre schon zufrieden, wenn ich ein Narrativ für mein eigenes Land hätte. Demeter, 2-3 Sätze kurz, ja? Das wäre. One point on. Do you want to reply to somebody? Okay. So, dann muss ich mich jetzt entschuldigen, ja, weil Sie alle jetzt zu kurz kommen. Ich weiß, dass das oft passiert, mir ist es dieses Mal leider auch passiert. Ist nicht ganz so einfach, immer so eine Zeitkontrolle zu haben. Ich sehe Herrn Naumann, der sich meldet. Wir dürfen ein bisschen überziehen, sehe ich gerade hier vorne. Dann zwei Fragen, das sind jetzt die ersten, die ich im Raum habe. Ich würde sagen, die ersten drei nehme ich gebündelt und dann gucken wir mal, wie wir von der Zeit sind. Herr Naumann. Ich glaube, vielleicht wäre einer der Zwecke dieses Panels gewesen, jungen Menschen im Raum die Gewissheit zu geben, dass die Organisationen, die uns vertreten, NATO, Europäische Union, wirklich die richtige Versicherung für die Zukunft sind. Wäre ich jung, würde ich nicht viel Glauben haben. Sich auf die Schulter klopfen, was gestern war, ist gut, aber das ist keine Versicherung für die Zukunft. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist nicht Sicherheit gegen Attacken von Staaten zu schaffen. Dafür ist die NATO hervorragend geeignet. Aber das findet nicht mehr statt. Nicht in Europa. Aber auf die Antworten von morgen habe ich keine Antwort. Auf die Fragen von morgen habe ich keine Antwort gehört. Zu glauben, wir könnten Sicherheit in Europa erreichen ohne die Amerikaner, ist ein Wunschglaube, den man vielleicht auf einer Insel hegen kann, aber sonst nirgends. Wie wir uns gegen Terrorismus schützen, wie wir abschrecken können, damit es gar nicht zum Krieg kommt, da habe ich nichts von Ihnen gehört. Und zu glauben, die NATO würde was Großartiges in Libyen tun, ich habe da meine Zweifel. Die ersten 14 Tage waren in Ordnung. Weil 400 der abgeschossenen Cruise Missiles, von 400 der abgeschossenen Cruise Missiles 394 amerikanische waren. Der Rest war europäisch. Das ist die Wirklichkeit Europas. 60% dessen, was wir für Verteidigung in Europa ausgeben, entspricht dem, was die Amerikaner geben, 100% aus. Wir 60% dessen, was in den USA ausgegeben wird. Was wir an Fähigkeiten erreichen, sind 10% der amerikanischen Fähigkeiten. Das ist ein Skandal, der die jungen Menschen hier in dem Raum auf die Barrikaden treiben müsste. Und was sind Ihre Antworten darauf?
Und ich so meine, wir müssen wirklich drüber nachdenken, wo gehen wir eigentlich hin? Und darüber, meine ich, sollten wir bei einem Panel übermorgen mal nachdenken. Heute kriegen wir keine Antworten drauf. Aber ich wollte Ihnen das sagen, als jemand, der sein Leben lang für diese Allianz eingetreten ist und der stolz drauf ist, dass wir den größten Sieg erreicht haben, den wir je erreichen konnten. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen, ohne einen Schuss abzugeben. Aber das ist ein Verdienst von gestern. Und damit können wir nicht die Zukunft bauen. Vielen Dank. Ja, Helmut Kess, Braunschweig. Ich wollte gerade zu dem jetzigen, zu dem Kommentar gerade von Herrn Naumann noch was sagen. Also ich glaube nicht an die militärischen Fähigkeiten. Ich finde es gut, dass der Nick Whitney sagte, dass eben wir in Europa gar keine militärischen Fähigkeiten im Moment brauchen. Und ich denke, Militär und Krieg überhaupt ist eben eine Katastrophe und ist also eine Entgleisung, die wir halt politisch überwinden müssten mit politischer Fantasie, mit politischer Intensität. Und dann wäre das deutlich billiger zu haben. Gut, das ist das eine. Die andere Geschichte, ich denke, das jetzt war von der UNO überhaupt noch nicht die Rede. Ich denke, wir brauchen eine Verbesserung und Parlamentarisierung der UNO. Es gibt jetzt den Vorschlag, dass man für die UNO ein Parlament macht. Das finde ich eine gute Idee. Wir brauchen einen Blick auf den Globus auch nicht nur, also wir gucken natürlich jetzt erstmal auf Europa, aber einen Blick auf den Globus brauchen wir eben auch, weil denn die Interdependenzen sind da und stehen ständig in Bedeutung. Und von daher, ich denke, dass das eben wichtig ist, dass man die UNO, dass man das Instrument der UNO auf Vordermann bringt. Und das Instrument der UNO hat eigentlich dann die regionalen Geschichten. Zum Beispiel die EU ist eben eine regionale Geschichte, wie das Europa sich organisiert. Die Afrikanische Union ist für Afrika. So müsste es auch für Nord- und Südamerika und für die Asien müsste es auch was geben und so weiter. Also ich denke, das sind die regionalen Institutionen, sind dann das Nächste. Okay. Mira Marathi. Also ich frage Sie, ob ich es richtig verstanden habe, dass weder die NATO noch die EU über eine künftige Sicherheitsarchitektur verfügt. Es gibt keinen Konsens, politisch, militärisch gibt es keinen Konsens über eine solche Sicherheitsarchitektur, dass man höchstens sich über Fragmente einer solchen künftigen Architektur sich Gedanken macht und mehr als das gibt es nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ich lasse das Panel jetzt ganz schnell auf diese drei Fragen arbeiten. Ich habe noch Antworten. Ich habe noch drei Fragen hier im Raum, die wir in der zweiten schnellen Durchlauf hoffentlich noch bekommen. Und ja, dann fange ich mal in umgekehrter Ordnung an. Demeter. Okay. Thank you. Yeah, just in response, I mean, do we have a good security architecture? I think in Europe, I mean, that architecture has been quite successful because on our continent, more or less, we are secure. But as I said before, I mean, there are a lot of new threats, there are a lot of new enemies which are not so tangible as the ones that we were used to have before, that are not so visible. And I think answers to these threats are not so simple. And usually people want simple answers. They want answers from we can do this or we can do that. The problem is these challenges like piracy or like terrorism, we can only address them together with others. That means in a multilateral context. You mentioned the United Nations. I think it's extremely important. Obama mentioned effective multilateralism. In European strategy, it is effective multilateralism. Secondly, we have to do it also with different instruments. If you want to fight pirates, we have our mission Atalanta. Has it been successful? I think it has been successful, because what was the task of the mission in Atalanta? It was to escort the ships of the World Food Programme to make sure that the humanitarian aid can get to Somalia, and it was also the task to get this international recognized corridor where the ships could go safely. It has been so efficient that pirates got to other areas and they became better equipped, the area of operations increased. But you can fight piracy, but that's only a symptom. You have a huge reserve of potential pirates
on the shores of Somalia. So you have to address something that is the stability, that is the security, that is the development in Somalia. You have also to help the regional countries, Kenya, Tanzania, Mauritius, with capacities to protect their shores. So the answer is not so simple. You have to do it in a comprehensive way with different instruments. Voilà, this is my answer. I hesitate to reject agreement, but I have a feeling that the second speaker might have misinterpreted me as calling for demilitarization in Europe, and I wasn't doing that. I do actually believe, despite all the current difficulties, I do believe strongly in the need to develop a stronger and more coherent European defense capability, the common security and defense policy. I have huge respect for General Nauman, both for what he achieved in his initial professional career and for the interest of his subsequent writings on security matters. But I'm afraid I simply disagree with him on this point of, does Europe still need American protection? If you look at the defense budgets of UK and France, even now, diminished as they are, put them together, they exceed the annual defense spending of Russia. Of course, there is the small matter of how we take those defense budgets across Europe and how we convert them into military output. And there, I'm happy to agree with General Nauman that we do this appallingly badly, inefficiently, through duplication, through wasting our money on capabilities that are no longer needed. And we have to ask ourselves why. And I think the answer is that because we don't take it seriously. We still regard defense spending in many too many countries as a form of what the Americans call pork, as a way of sustaining industries or technologies, serving other agendas, maybe regional development, maybe, perish the thought, looking after the concerns of some marginal political constituency. We don't focus sufficiently on why we might actually need our armed forces. What are the real defense military requirements of Europe as we move into the 21st century? And I think there's a debate to be had there. And I think we should, for example, collectively agree that if we needed to do another Libya, that we should have the capabilities to do that as Europeans without having to depend, as we did this last time round, on America. But I don't think we'll have that debate as long as we continue in the mindset which we've happily succumbed to for 60 years, which is to say, oh, we work through NATO, and the Americans tell us what to do, and where they lead, we follow. It's time we grew up. Stephanie. Vielleicht in Reaktion auf das, was der Herr fragte, zum Thema, wo ist der Vorschlag, der große strategische Plan der NATO für eine neue Sicherheitsarchitektur? Wir haben keinen, weil wir uns als Teil einer größeren Sicherheitsarchitektur fühlen, die selbstverständlich die Europäische Union, selbstverständlich die Vereinten Nationen, selbstverständlich andere regionale Sicherheitsorganisationen mit einzieht. Darauf ist unser gesamtes neues strategisches Konzept aufgebaut. Ich kann Ihnen nur raten, es zu lesen. Da steht es nämlich genau drin, wie wir uns in Zukunft als Teil einer kooperativen Sicherheitsstruktur verstehen. Wir wollen einen Beitrag leisten, politisch, diplomatisch, militärisch, wenn es notwendig sein soll, im Rahmen einer solchen Architektur. Aber wir bilden diese Architektur nicht selber aus. Auf den Kommentar von General Nauman, warum wir vielleicht hier auf dem Panel, inklusive meiner Wenigkeit, zu wenig unterstrichen haben, wie zukunftsorientiert die NATO letztendlich ist. Ich mache den Punkt nochmal. Ich habe mehrfach vom neuen strategischen Konzept gesprochen. Das ist ja nicht einfach nur ein Dokument. Was heißt, es ist nichts dahinter. Es ist gerade mal, die Tinte ist gerade mal 7 Monate frisch da drauf. Es ist ein sehr ambitioniertes transatlantisches Geschäft, was dort beschrieben wird. Das müssen natürlich jetzt die Mitgliedstaaten umsetzen. Das ist richtig. Die Amerikaner genauso wie die Europäer. Es gibt viele nicht operative, nicht militärische
wichtige Inhalte darin, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die aber, denke ich mal, für die NATO nach wie vor ganz, ganz wichtig sind. Beispielsweise Enlargement, die Erweiterung. Fahren Sie nach Osteuropa, fahren Sie nach Südosteuropa, dann stellt sich die Diskussion vielleicht doch ein bisschen unter einer anderen Perspektive, als wir sie hier gerade debattieren. Denn es gibt nach wie vor ein sehr großes Interesse, ein großes politisches Interesse, in Südosteuropa Mitglied dieser Vereinigung zu werden, ob wir sie nun vielleicht nicht mehr als allzu relevant empfinden oder nicht. Aber dieses politische Bedürfnis gibt es. Es gibt es in Mazedonien, es gibt es in Bosnien, es gibt es in Montenegro, es gibt es in Georgien, etc., etc. pp. Und ich denke, wir sollten nicht so arrogant sein, es zu ignorieren, sondern es sind ganz konkrete politische Bedürfnisse, die dort artikuliert werden und die an die NATO konkret herangetragen werden. Und letzter Punkt wollte ich noch kurz aufgreifen zum Thema Cyber Defense. Nicht? Warum sollen wir uns darum kümmern? Fahren Sie mal nach Estland und fragen Sie mal, Sie wissen es, warum dort Cyber Defense ein Thema ist. Weil die 2007 in einer derart massiven Form angegriffen worden sind, respektive ihre Informations- und Kommunikationssysteme, dass ihnen fast Hören und Sehen vergangen sind. Und das ist für sie ein sicherheitspolitisches Problem. Und deshalb haben sie es auf die Tagesordnung der NATO gesetzt. Und wenn wir die transatlantische Agenda auch begreifen als ein Forum, um uns über sicherheitspolitisch relevante Concerns zu unterhalten, dann ist es, denke ich, das verdammte Recht der Esten gewesen, das zu tun. Und so ist es eingezogen in die NATO-Agenda. Und so haben die Verteidigungsminister letzte Woche ein relativ bescheidenes Aktionspaket verabschiedet. Aber natürlich sind wir selber auch als NATO und nicht nur in irgendeiner abstrakten Theorie, sondern ganz tatsächlich jeden Tag auch Objekt von Cyberangriffen. Wie können wir also hier sitzen und sagen, das kümmert uns nicht, wir überlassen es dann vielleicht irgendwelchen nationalen Organisationen. Das heißt nicht, dass die NATO nun sich großartig erklären will, um den Kampf gegen den Cyber Warfare anzuführen, aber wir wollen einen Beitrag leisten. Und deshalb landet dieses Thema auf unserem Tisch und deshalb ist es, Herr Naumann, auch ein zukunftsweisendes Thema, eines von vielen, was im strategischen Konzept beschrieben ist. Danke, Stefanie. Ich nehme jetzt noch die drei Fragen, die ich eben im Raum gesehen habe. Das war Nick muss gehen. Entschuldigung, zwei Panelisten müssen jetzt für den Flug gehen. Das war ein bisschen scharf getimt, aber dann vielleicht schon mal einen halben Applaus für das halbe Panel. Ganz herzlichen Dank. Ich muss noch mal hier durch den Raum gucken. Es war da die Frage, Entschuldigung, es ging um das, was ich eben gesehen habe, da hinten und noch in der Mitte, war dann nicht noch was? Henning Rieke, genau. Ach so, okay. Dann zuerst hier vorne. Ich kann nicht mehr alle Fragen nehmen. Ich habe eben drei im Raum gesehen, es tut mir leid, die drei nehme ich jetzt noch. Wir machen noch eine Runde und dann haben wir noch Zeit, über Mittag beim Lunch zu diskutieren. Ja, hallo, Ulrike Zeigermann. Es wurde mehrfach angesprochen, Kohärenz innerhalb der EU, ein Prinzip, was ja auch durch den Vertrag von Lissabon verankert wurde. Und ich frage mich aber auf der Basis welcher Zielsetzungen und Prinzipien, das heißt, inwiefern werden entwicklungspolitische und Umwelt- und Klimaziele in die Sicherheitsfragen der EU mit, also zusammengedacht? Das heißt, mit welchen konkreten Mechanismen, wie wird auf die Herausforderung der Komplexität von Sicherheitsfragen in der EU reagiert? Danke. Dankeschön, Henning Rieke, DGAP. Ich finde es sehr wichtig, dass in diesem Panel und zu diesen Fragen auch über Deutschland gesprochen wird. Die Deutschen sind einer der mächtigsten, wichtigsten Staaten in beiden Organisationen, und die Deutschen tragen ihre spezifische, zivilorientierte, strategische Kultur in diese beiden Organisationen hinein. Das hat auf der einen Seite den Effekt, dass man natürlich einen eher abgewogenen Mix von Strategien im Umgang mit Krisen in beiden Organisationen diskutieren muss. Aber es bedeutet auch, dass viele Verbündete in den Organisationen frustriert sind darüber, dass die Deutschen sehr viel darüber reden, was eigentlich an Fähigkeiten da sein muss, aber nicht wirklich die politische Bereitschaft haben, vor allem den militärischen Bereich, auch tatsächlich anzuwenden. Der Umstand, dass die NATO Response Force, dass die Battlegroups der NATO kein einziges Mal zum Einsatz gekommen sind, das können auch die Deutschen sich auf das Konto schreiben. Und ich frage mich, ob das nicht eine Art Spaltpilz in der NATO ist, dass es offenbar
in einem der mächtigsten Länder nicht möglich ist, über eine nüchterne Einstellung gegenüber militärischen Mitteln anzuwenden, sondern dass immer so die Urangst der Militarisierung der Energiepolitik, die Militarisierung von Cyberwar, die Militarisierung von jeder Art von Außenpolitik eine tatsächliche Einsatzfähigkeit dieser Organisation, die wir hier aufbauen, behindern. Und es frustriert mich zunehmend, dass die Deutschen zwar immer wieder verlangen, mitzumachen und Institutionen und Fähigkeiten aufbauen, eben um dabei zu sein, um die auch vielleicht für die eigene Industrie ein gewissen Stück vom Kuchen zu sichern, aber auch politisch mitzumachen, aber wenn es darauf ankommt, den politischen Willen nicht aufbringen. Und ich finde, das ist gerade wichtig, das im Kontext dieser Konferenz auch anzusprechen, denn dieser etwas einseitig zivile strategische Orientierung wird natürlich auch von den Grünen und von der Heinrich-Böll-Stiftung sicherlich vorangetragen. Deswegen würde ich mich über Ihre Kommentare dazu freuen. Da eben falsch gesehen. Gut, dann da, okay. Dankeschön. Cool, dann habe ich ja doch noch die Möglichkeit, hier was zu sagen. Ich bin Laura Kruszewski, Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich wollte auf was anmerken, was der General Naumann gesagt hat. Meine Ängste für die Zukunft sind garantiert nicht die Demilitarisierung der Europäischen Union. Danke. Ich gebe das jetzt erstmal zu meiner Linke, dann an meine rechte Seite. Und eigentlich haben wir jetzt noch die richtigen Referenten auf dem Panel, weil es geht tatsächlich nochmal um Hardcore-militärische Fragen und es geht um vor allen Dingen die EU in der ersten Frage. Insofern, Herr Stevens. Yes, first maybe a reaction to the remark that was made in the back of the room. I think the French and German partnership has been always a strong engine in the creation of Europe. And I can only hope that it will continue to be. On the coherence, I think, as I said, it is a little bit part of this Lisbon Treaty, but to be more practical, the mechanisms, if there is a security situation, if there is a crisis, there is now a crisis management board set up that is presided by the Executive Secretary General, Mr. Pierre Vimont, and that brings together the different services that are dealing with an issue. That means geographical desks, us being in the crisis management structures, but also people in development. I do that also very much as the crisis management planning department, and I'm very much a believer in this triangle cooperation between diplomacy, development, and defense security. And I try to do that, for example, for piracy. We have a regular meeting, a working group, a sub-platform, if I may say so, to bring these three strands together and develop a common strategy on the basis of a wider strategy, on the basis of a wider strategy that is being developed for the Horn of Africa. Is this all already functioning well? No, it is only, let's say, starting. But I see already positive changes in addressing the issues, and I think it will improve in the future. On the last question, I don't remember what it... it was only more a comment, I think, on the future prospects of Europe. But I hope, because, I mean, also on the security side in Europe, maybe we have to look a little bit also to the past. I mean, if we look at the last... The CSDP structures, the security structures in Europe are only very young. In fact, they're only a young boy or young girl of 11 years old. It started all in 2000, with the first mission in 2003. And if you see what in 10 years has been made possible, we had 24 missions worldwide, in the Balkans, in Africa, in Asia, in the Middle East, 80,000 people on the ground. And the problem is these are not all military. There are also a lot of policemen and judges and border guards and monitors. To give just one idea, I mean, if you want to build security and peace around us, for example, in Kosovo or Bosnia, it's quite a complicated thing because you need some military. In Kosovo, still KFOR, still NATO, could be taken over by European Union, like it has been the case in Bosnia. But we have also a mission of 3,000 people there in order to help build up this Kosovar state, trying to live up to the expectations of the Kosovars, while not trying to antagonize too much the Serbs,
because Kosovo has also one part in the north of the Ibar River, and Mitrovica, which is a Serbian part. And I can tell you, it's not easy. I mean, they are doing a good job, a very good job. And they're going to sometimes the heart of the problem. As a matter of fact, some of the judges working for the mission have indicted a minister for corruption charges. You mean what politically that means. But it's not easy to address this problem. I think they do a very good job, but in order to make policemen, judges, military, border guards work together and build up a state, it's quite a task. And we have to bring that together also with the political approach towards the Serbs, towards the Albanians and the Kosovars. This is the kind of challenge what we are facing and that we are also addressing by our missions and by our instruments on the development side and the policy side also. Thank you. Thank you, Mr. Stevens. So wie ich die drei Fragen verstanden und bündeln würde, um jetzt nochmal an Stefanie weiterzureichen, ist, dass es einerseits das ganz starke Statement von Henning war, dass, ich sage es jetzt mal, ja, der Totalausfall der Deutschen in beiden Institutionen irgendwo auch mal der Kern des Problems ist, der benannt gehört. Und das Zweite, was ich auch der Frage der Studentin entnehme, ist, dass diese allein der Begriff des Militärischen im Zusammenhang mit Sicherheit für morgen offensichtlich an Bedeutung ja, verliert und wir das gerade noch nicht fassen können. Stefanie, ich gebe es dir nochmal. Vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, alle wollen irgendwie in die Mittagspause und ich selber auch. ich selber auch. Das Thema, was die junge Frau da hinten ansprach, Thema Sicherheit oder Ängste, das natürlich bei Ihnen da was völlig anderes im Kopf schwirrt, ist klar, logisch. Da gibt es viele andere Themen, die heute junge Leute interessieren und auch interessieren sollten. Aber ich meine deshalb, dass man kann über Sicherheitspolitik, über transatlantische Sicherheitspolitik, über Sicherheitsvorsorge diskutieren, auch wenn man 20 und 25 Jahre alt ist oder 30, ohne dass das mit dem Begriff eines Angsthabens verbunden werden muss. Was ich damit meine, ist, dass ich eigentlich nur, wie gesagt, eine solche Debatte auch innerhalb dieser Altersgruppe wichtig finde. Und das muss nicht dadurch getriggert sein, dass ich vor etwas Angst habe, sondern eher im konstruktiven Sinne, sich eben halt wirklich einen Kopf darüber zu machen, wie man bestimmte sicherheitspolitische Probleme globaler Art heute ein Stück weit lösen kann. Die sogenannte Killerfrage von Hennig, ich habe sie gar nicht so aufgefasst und ich denke, das wäre Gegenstand einer völlig separaten und einzelnen Veranstaltung hier, die Rolle Deutschlands im Bündnis, viel debattiert, rauf und runter. Ich werde da sicherlich nicht mehr als zwei Sätze zu sagen können, in dem Sinne, dass Deutschland fairerweise, muss man sagen, im Rahmen seiner politischen Möglichkeiten und im Rahmen seiner militärischen Möglichkeiten sich ja beteiligt. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht beteiligt haben oder nicht beteiligen an laufenden Operationen im Rahmen dieser Möglichkeit. Natürlich gibt es häufig aus Deutschland hier den Reflex, der sich dann nach Brüssel übersetzt, erst einmal mit einem gewissen weichen Knie auf das dann fällige Parlamentsmandat zu schauen und sich die Frage zu stellen, wird eine Verlängerung von AWACS-Flugzeugen vielleicht jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein oder nicht? Oder muss man das verschieben oder werden wir die notwendigen Mehrheiten bekommen? Das ist natürlich immer eine übergeordnete Fragestellung für jede Regierung, die sie dann letztendlich auch an den Botschafter, der da bei uns im NATO-Landrat sitzt, weitergibt. Und ist das jetzt was spezifisch Deutsches? Nein. Andere schauen dann natürlich auch auf ihre Parlamentsvorbehalte und müssen operative Beiträge ja auch durch ihre Parlamente bringen. Also insofern kann und will ich nicht erkennen, dass Deutschland hier grundsätzlich irgendwie auf der Bremse steht und sich da völlig isoliert hat. Ich glaube, das wäre viel zu verallgemeinernd und würde der Realität auch nicht gerecht werden. Aber es gibt natürlich darüber hinaus aus meiner Sicht die berechtigte Frage, inwieweit Deutschland auch in das transatlantische Bündnis hinein politische Impulse gibt, Führungsimpulse gibt und ob die ausreichen, ob die so wahrgenommen werden oder auch nicht und inwieweit die sich in die Realität dann übersetzen lassen. Und da würde ich persönlich auch meine Fragezeichen setzen. So, und ich setze das letzte Fragezeichen, wenn es mit diesem Panel, was jetzt auch leider zu lang war, mir eins bleibt, dann eben genau dieses große Fragezeichen. Und dann gucken wir nochmal auf das Plakat, 10 Jahre nach 9/11. Und eigentlich ist, wenn wir überhaupt eine Schönheit in dieser Diskussion finden wollen, doch vielleicht die Schönheit der Diskussion, dass wir endlich das Fragezeichen aussprechen.
weil wir zu lange, wie finde ich, mit diesem Mantra von die Welt ist wie gestern irgendwie durch die Gegend gerannt sind, auch in Deutschland. Und wenn wir jetzt wenigstens den Mut haben, das Fragezeichen ganz fett zu schreiben, weil erstmal Fragezeichen schreiben heißt überhaupt Fragen stellen, heißt dann vielleicht die richtigen Antworten zu finden, hoffentlich auf der nächsten Jahrestagung der Böll-Konferenz. Und damit entlasse ich Sie fast in die Mittagspause, außer dass ich Ihnen jetzt noch ankündige, wie es weitergeht. Und zwar gibt es nachher 3 parallele Foren ab 14 Uhr. Die sind alle auf dieser Ebene. Es gibt das Forum 1, Angst vor Terror oder Angst vor den anderen, mit Patrick Bahners, Feuilletonchef der FAZ, Cem Özdemir, brauche ich nicht vorzustellen, Parteivorsitzender der Grünen, Dusser Ahmet und anderen. Das ist hier in diesem Saal. Dann gibt es das Forum 2, das ist im Konferenzraum hinten links, also sozusagen hinter diese Wand gedacht. Angst vor Terror, Datenschutz, Bürgerrechte, unter anderem mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, Anthony Dworkin, einem meiner Kollegen und anderen. Und dann gibt es das Forum 3, Angst vor Krisen und Angst vor der Wahrheit. Das ist in dem kleinen Saal hier gegenüber auf der linken Seite, im kleinen Saal mit Herrn Naumann, den wir eben schon gehört haben, Barbara Lochbieler von dem Europäischen Parlament und auch anderen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause.